Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Pascal Richter RC YouTube Kanal und vor allem auch wieder herzlich willkommen im Namen von Team SAB. In dieser kurzen Videoserie wird sich alles um den neuen Illgoblin Pro drehen. Das erste Video wird über die Komponenten sein und warum ich welche Komponenten für diesen Heli ausgewählt habe. Das zweite Video ist eine kurze Baudokumentation, in der ich diesen Prototypen technisch prüfen werde, um zu schauen, dass auch alle Anforderungen des Herstellers eingehalten werden. Im dritten Video geht es um die technischen Besonderheiten, die in die vierte Generation des Goblin eingeflossen sind. Der Goblin ist nun seit über 13 Jahren auf dem Markt und inzwischen in der vierten Generation. Angefangen mit dem Goblin der ersten Generation, wie wir ihn in Grün kennen, dem Goblin Competition, dem Goblin Raw und nun dem Illgoblin Pro oder Goblin Pro. Direkt der erste Teil dieser Videoserie wird direkt ein Feuerwerk an Neuigkeiten, denn die neue Spirit Wave von Spirit Systems ist bei mir eingetroffen und wird bei dem Goblin Pro zum ersten Mal von mir verwendet. Doch kommen wir erstmal zu den weiteren Sachen, die es in diesen Hubschrauber geschafft haben. Als erstes möchte ich mit euch über den Antriebsstrang des Goblin Pro reden, der sich im Wesentlichen nicht zum Goblin Raw der dritten Generation geändert hat. Deswegen kann ich hier auf Erfahrungswerte zurückgreifen, die ich bei dem jetzigen Modell anders machen möchte. Mein Ziel ist es, immer möglichst nah an der Baukastenriemenscheibe zu bleiben und zu schauen, dass ich das Drehmoment meines Motors optimal ausnutze. Als Antrieb kommt hier ein 4525 560 kV Motor der Marke X-Nova zum Einsatz. Mein Ziel ist es, dass dieser Hubschrauber vom Setup für den Wettbewerb geeignet sein soll. Das heißt, ich ziele ungefähr 2200 Umdrehungen in der höchsten Bank an. Als Drehzahlregler habe ich mir den Hobbywing V5 180 Ampere gekauft, da ich schon seit vielen, vielen Jahren in meinem RAW den 130 Ampere Regler besitze und der seitdem tadellos läuft. Allerdings wird es im Sommer teilweise, wenn man richtig drückt, etwas eng. Deswegen finde ich es wirklich klasse, dass es jetzt einen leichten Regler gibt, der 50 Ampere mehr liefert als der Vorgänger. Als Akku setze ich den GenzAce LiPo ein, eine 12S Stange mit 5600 mAh. Auch dieser Akku gibt einem nochmal etwas mehr Energie als eine 5000er Zelle, wenn es mal etwas eng wird bei 3 Minuten, 3 Minuten 30, dass man immer noch leicht Reserve hat. Und ich finde auch das Stangenformat für den Goblin Pro einfach passend und möchte unbedingt ausprobieren, wie das mit der neuen Akkuschiene funktioniert. Der Sender, den ich einsetze, ist brandneu. Die Wave ist die erste Generation des Flyerballes-Herstellers Spirit Systems und ich bin wirklich gespannt, wie sich der Sender im Alltag schlagen wird und wie die Integration umgesetzt ist. Der Sender liegt auf jeden Fall schon mal mega, mega gut in der Hand. Gepaart wird das Ganze mit dem Spirit W1 Flyerballes-System, das einen integrierten Empfänger für das Spirit-eigene Protokoll schon hat. Hier ist im Vergleich zum Spirit GTR sogar noch ein Port weiter frei geworden. Ansonsten hat sich an dem Flyerballes-System nicht wesentlich viel geändert, außer dass es sogar auch noch bis 12 Volt freigegeben wäre. Zuletzt möchte ich auf die Servos zu sprechen kommen, die in dem Heli eingesetzt werden. Auch hier, ähnlich wie beim Drehzahlregler, möchte ich eine altbewährte Wahl treffen, die schon seit über 10 Jahren erfolgreich in meinem RAW der dritten Generation Verwendung finden. Vorher war der Servo in meinem ersten Goblin eingebaut, dann kam er in den Goblin RAW und zu guter Letzt setze ich auch den gleichen Servotypen im Goblin Pro ein. Und zwar ist das von KST die X20 Combo in der 8 Volt Variante. Diese Servos, die stammen aus der Industrie, haben 6 Kugellager und sind wirklich, wirklich langlebig und ich bin mit dem Heckservo und den Taumelscheiben-Servos wirklich sehr zufrieden. Aus diesen Gründen wird auch dieser Servosatz seinen Weg in den Goblin Pro finden und auch die anderen Servos werden fleißig weitergeflogen in der Zweitmaschine. Das war es auch schon zu meiner kurzen Komponentenvorstellung zum Goblin Pro. Wenn ihr Fragen habt zu euren Komponenten oder Fragen zu diesen Komponenten, stellt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche so viele wie möglich zu beantworten. Dann vielen Dank fürs Einschalten, seid auch beim nächsten Mal dabei und bis bald.